Also habe ich erst erzählt. Ja, aber wirklich nicht. Ich habe hast du es auch? Nein, habe ich zwei. Wahrscheinlich ist es nur drei voneinander. Eine ihrer Freundinnen. Verstoß, die war jetzt gern. Die haben ja auch von der halt beide gesagt. Kommissare kann ich nicht nennen. Da habe ich geschrieben. Aber vielleicht widerfährt uns beiden eine. Also ich ging eigentlich davon aus, dass. Was man sollte mal ein renommiertes Unternehmen wie Fuck you, you fucking fuck. Ja, die Wahrheit zu sagen. Und kann man Klaus nicht sagen? Sprich mit Klaus, er wird dieses Video zu Gesicht bekommen. Ach, das ist ein Video. Klausi, Klausi, Klausi. Ich meine, ich brauche dich. Ja, Klausi, ich habe dir gerade ein SMS geschrieben. Schuldig hat immer noch auf die Antwort. Ich bin höchst enttäuscht. Klausi, bist du im Bett und hoppst oder was? Ja, ey, bist out, bist raus. Mit der Fun Factory. Lieben Dank jetzt nur. Ja. Also mittlerweile haben wir 22 Uhr. Die Uhr wird heute vorgestellt, also eigentlich schon elf. Ich abwarten werde. Nee, erst mal zwei. Ja, 2 auf 3 wird sie gestellt. Es wird noch mal weniger. Was machen wir dann? Ich bin mit mir Klaus. Marina, Nachricht für Klaus. Ich hab zum Walter gesagt, ne? Nachricht für Klaus. Willst du Klaus eine Nachricht hinterlassen? Ja, Gruß, ne? Ja, die kommt heute nicht. Ja, eben deswegen film ich ja jetzt. Geh weg, du bist krank. Aldi! Schatz, bitte, geh zu ihm. Da kriegt du mit dem Antenne irgendwie so eine Bombenwarnung. Ja, ja. Wie viele Bomben? Auf YouTube. Dieses Bügeleisen, das war Julis erstes Bügeleisen. Der Fluch der Uschis. Davon habe ich vorhin geredet. Ist schrecklich. Wir ihn nicht 5 Euro, deswegen habe ich die Vitrine zur Ausstellung gestellt. Wir sollten mal mit. Weil ich musste tatsächlich mit diesem Bügeleisen bügeln. Ja, es ist auf allen Läden gefallen. Ach stopp, nee, da habe ich schon alles hinter mir. Halt's doch ins Auge rein. Waldi! An der Stelle würde ich mir jetzt verarschen aufkommen. Jetzt komme ich mir verarscht vor. Gleich. Quel malheur. Brauchen wir die noch? Ich brauche nur Klaus, aber Klaus ist ja nicht da. Hast du Bömmchen im Gespür oder Bomben? Heute ist es wirklich schwer voraussehbar. Aber irgendwas wird passieren. Ich spüre es heute. Ich gehe wieder durch, was passiert heute. Doch, da passiert was. Auf der letzten ist schon nichts passiert, oder? War da was? Naja, ja, natürlich, da ist voll viel passiert. Sie filmen immer noch, ne? Also zumindest nichts, was man ins Bombenhof hätte notieren kann. Was? Wir einfach wieder im Hallo, ich filme immer noch, ne? Muss ich noch für die Show anstellen. Oh, ich habe die Fotos gesehen. Klaus, Sie stellen das auf YouTube, Fotos, nicht ich. Warten wir einfach still. Wir dürfen ja ganz schön sagen. Was? Ja. Der Klaus ist ja tot. Du hast schon eine Das hat er mir nicht erklärt. Warum Klaus ist nicht tot. Warum aber die Erklärung, warum Klaus tot ist, gibt es bei quick.de in ihrem Blog. Ja, genau. Ja, und was schreibst du? Ja, genau. Warum ich hast du deinen Account gelöscht? Ich bin gelöscht bei quick.de. Ja, warum? Ich habe es nicht nötig, überall angemeldet zu Snoopy! Ja, muss ich auch mal werden. Ja, ich sehe das. Aber deine ganzen Blogs, die sind alle weg. Das erste Mal in ihrem Leben. Die sind alle weg, die sind tot. So wie Klaus tot ist. Klaus ist nicht tot. Klaus reagiert immer noch, wenn man Klaus sagt. Ja. Also nicht, dass so tot ist. Eigentlich muss man sterben. Roschmel. Das ist er ja. Prost! Also. Ich weiß nicht, wo ich am Sonntag aufgewacht bin. Ich weiß, es fehlt alles. Ich meine, gegen unseren Hund kommt dann natürlich nicht an. Ja, aber seinen eigenen Hund muss man immer am meisten. So, jetzt machen wir mal.